85. Minute. Leverkusen, ja, sie schwimmten so ein bisschen, aber sie halfen zusammen. Afaoui rettet hier aber vor die Füße von Barbara Dunst. Ein Strich, ein Tor, die Führung für Frankfurt. Barbara Dunst, die Frau, die zuletzt in Topform war bei Eintracht Frankfurt, fackelt da gar nicht lange, Repol geschlagen. Nico Anautis hat es mal wieder geschafft, seine Mannschaft auf die Siegerstraße zu bringen. Und deswegen holen sie sich die Punkte. Frankfurt schlägt Leverkusen mit 2:1 am Ende und bleibt weiter dran im Kampf um Platz 3, im Kampf um den Champions League-Platz. Ich muss sagen, es war ein extrem wildes Spiel. Also wir haben echt bis zur letzten Minute vorgekämpft und ich bin echt so stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein, weil das war heute echt unglaublich. Wir haben dran geglaubt bis zur letzten Minute und ja, bin wirklich sehr glücklich. Wenn du dann siehst, wie die Mannschaft nach dem Rückstand gleich zurückkommt und dann auch verdient am Ende, weil wir auch Torchancen hatten, auch ein sehr schönes Tor noch zum 2:1 gemacht hat. Dementsprechend kann ich nur sagen, es ist ein ja, herausragendes Gefühl und ein Trainer, der nur stolz sein kann auf das Team. Die Anspannung ist sehr groß. Wir freuen uns alle riesig auf das Spiel am Wochenende. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten, um auch am Ende zu punkten, weil es ja um den dritten Platz geht. Wir wollen alle Champions League spielen, das ist unser Ziel. Und wir werden an dem Tag alles reinlegen, raushauen, was wir können, um am Ende die 3 Punkte mitzunehmen. Aber scheinbar irgendwas mit Curry. Gesund, gesund. Es war sehr lang. Es war bist du ready für morgen? Natürlich. Breakfast, ja. Normal esse ich was anderes, aber... Was isst du sonst? Ich mache mir einen Quark. Weil ich Joghurt eigentlich... Ich liebe Joghurt. Mit ein bisschen Nüssen und Crunchy. Die sehen alle gleich aus. Diverse Gründe, warum die ein oder andere nicht dabei ist oder warum wir so starten. Aber tut mir einen Gefallen, heute zählt das Spiel. Wenn jemand ein Gespräch will, meine Tür ist immer offen, aber ich glaube, das kann man schon so akzeptieren. Unser Ziel ist, in dem Stadion in der nächsten Saison zu spielen. Und zwar hoffentlich auch im europäischen Wettbewerb. Und der Fußball, ich sag's permanent, schon seit Jahren, der geht in eine Richtung, klar Taktik. Aber es geht auch um Zweikämpfe, es geht um Bereitschaft, es geht bis zum Ende alles zu geben. Und die Beispiele habt ihr gesehen, ob es Real Madrid war oder sonst irgendwas. Es geht immer weiter. Und egal, was auf dem Platz passiert, ich will heute eine Mannschaft sehen, die bis zum Ende alles investiert, um dieses Spiel zu gewinnen. Ob wir führen, unentschieden, scheißegal, bis zum Ende. Ihr wisst selber, dass erst, wenn Abpfiff ist, ist das Spiel vorbei. Und dafür bin ich heute... Eine Mannschaft sieht im Rennen. Und es gibt kein Team, was eine bessere Mentalität hat, die immer wieder zurückkommt, wie wir. Und das brauchen wir. Nur das. Mehr nicht. Alles klar.
21. Spieltag in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Turbine Potsdam gegen Eintracht Frankfurt. Das ist nicht weniger als der Kampf um die Champions League-Qualifikation, der Kampf um Platz 3. Ist es warm hier? Schön. Das Spiel lebte von der Spannung. Dann die Ecke für Frankfurt. Sie kriegen den Ball nicht weg und Prasnica zum Zweiten. Sie ist da 1:0, 72. Spielminute. Ich muss sagen, sehr froh, dass der Ball genau vor meinen Füßen gelandet ist. Ich habe alles gegeben und bin sehr froh, dass ich den Tor machen konnte. Nächste Chance, Barbara Dunst. Ball prallt zunächst ab. Nochmal Dunst, die Ablage auf Henshaw. Und Achtung, unter das Dach und rein hinter die Linie. Klasse gemacht von Verena Henshaw, die Österreicherin, macht den Deckel drauf. Ich habe schon gesehen, dass die Torfrau ein bisschen weit draußen steht. Dann habe ich mir gedacht, irgendwie muss ich den Ball da drüber kriegen. Dann habe ich ihn erstmal ein bisschen verstolpert. Angenommen, aber ja, dass er dann so perfekt kommt, ist traumhaft und ein unglaublich schönes Gefühl, so ein wichtiges Tor zu schießen. Es ist schön, dass wir die Chance haben, Champions League zu spielen. Das war ja auch mit ein Grund, warum ich mich für die Eintracht entschieden habe. Und jetzt ein paar Monate später ist es irgendwie cool, dass es ja, zum Greifen nahe ist. Sensationell gutes Spiel gemacht und in der zweiten Halbzeit einfach sind wir aufgetreten. Ja, wie sich ein Trainer das nur vorstellen kann, weil in Potsdam zu gewinnen ist auch noch nicht so viel gelungen dieses Jahr. Von daher, geiler Auftritt, wir sind dabei, wir leben und unser Traum, der soll hoffentlich nächste Woche Realität werden. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Schieß noch ein Tor, den Gegner in den Kasten rein. Jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt am Main. Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder, deutscher Meister zu sein. Fertig für heute. Aber es spielt keine Rolle, gegen wen wir spielen. Wir wollen das Spiel gewinnen und jetzt ist Bremen der Gegner und den müssen wir bespielen und wir wollen diese 3 Punkte und dafür werden wir wirklich alles investieren, weil die Mannschaft verdient sich halt auch diesen 3. Platz. Aber erst müssen wir unsere Hausaufgaben machen und dann hoffe ich natürlich, dass München da auch ja, als Bayern München auftritt und ich gehe auch davon aus. Aber wir müssen erstmal unsere Hausaufgabe erledigen und dann bin ich sehr optimistisch. Spieltag in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga steht an und die Eintracht aus Frankfurt vor einer tollen Kulisse mit 4.520 Fans haben zu Gast den SV Werder Bremen. Toller Pass hier von Lara Prasnica auf Nicola Njomi und die macht ihn einfach rein. Das erste Tor konnte ich Gott sei Dank machen, habe dann noch mal gesagt, eher Ruhe, weil es nur 1-0 war und es war auch ein sehr frühes Tor. Lara Prasnica mit einer schönen Vorlage und Freigang mit dem 2:0. Das
waren so viele Leute da, es war so eine tolle Atmosphäre. Ich habe vor dem Spiel gedacht, es kann gar nicht schief gehen. Haben es ein bisschen schwer getan in der ersten Halbzeit, aber danach fragt jetzt auch keiner mehr. Wir haben noch ein paar Tore gemacht, es war schön. Insgesamt, glaube ich, ein richtig, richtig guter Tag und wir lassen es jetzt erstmal sacken. Geraldine Reuteler, die da den ganzen Weg alleine macht und dann Nüsken. Sie macht ihr Tor doch noch. Ich bin so stolz auf diese Truppe, weil sie es auch verdient hat. Also wir stehen nicht umsonst da auf dem Platz und wir haben uns vorgenommen, dass wir, egal was passiert, das Wichtige ist, dass du am 22. Spieltag danach auf dem dritten Platz stehst. Und daran haben wir geglaubt und ich glaube, das haben wir uns heute mit dem Spiel auch verdient. Und deswegen bin ich unheimlich stolz und sehr, sehr, sehr glücklich. Frankfurt wollte noch mal einen drauflegen und sie machen es wieder mit Laura Freigang. Und die Eintracht aus Frankfurt schafft den Platz 3. Sie schaffen den Einzug in die Champions League und sie dürfen sich freuen. Also ich hatte Gänsehaut von Anfang an, das ganze Spiel über. Und die Fans haben uns gepusht. Es war mega cool, dass so viele da waren und dass auch der Vorstand und ein paar Eintracht-Spieler da waren. Das zeigt einfach die Verbundenheit im Verein. Über die gesamte Saison herausragend und gerade in den letzten Spielen von einem Willen getragen, das zu schaffen, dass das enorm ist. Und ich muss sagen, ich habe ja mich schon letztes Jahr in diese Mannschaft verliebt, nicht nur im Pokalfinale, sondern davor. Ich habe auch gesehen, was man noch machen muss und wie wir es geschafft haben, Stück für Stück in dieser Saison auch besser zu werden und an Leistungsgrenzen heranzukommen. Das war großartig. It was a no-brainer. Look. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.